Hallo und herzlich willkommen bei Frag Mingers. Mein Name ist Markus Mingers. Lena Meyer-Landrut ist gerade in aller Munde, weil sie sich gegen Hasspostings auf Facebook wehrt und Hasskommentare. Was kann man grundsätzlich dagegen tun? Also zunächst einmal haben wir ja eine gesetzliche Regelung seit dem 01.01.2018. Wenn man diese Kommentare meldet, ist Facebook dazu verpflichtet, diese innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Darüber hinaus kann man natürlich auch versuchen, möglichst sachlich darauf zu antworten oder die Kommentare selber löschen, die Leute sperren. Aber irgendwo sind natürlich auch Grenzen erreicht. Ich kenne das selber auch. Gerade auf Facebook tummeln sich extrem viele Idioten, die sich dann hinter irgendwelchen Fake-Accounts verstecken und irgendwelche Neid- und Hasskommentare von sich geben. Irgendwann ist nämlich auch die Grenze der Strafbarkeit erreicht. Und gerade bei Lena Meyer-Landrut, was sie da alles wiedergibt, du bist eine Schande, ist dann noch harmlos bis zu den übelsten Schimpfworten, dann sind auch Straftatbestände erreicht. Also wir haben die Straftatbestände der Beleidigung, Verunglimpfung und üble Nachrede. Also da würde ich dann auch auf jeden Fall Strafanzeige stellen. Die Polizei hat die Möglichkeit, dann direkt Facebook zu kontaktieren, um eventuell dann eben auch herauszufinden, wer dann hinter dem Account steckt. Meistens sind ja diese Hater auch diejenigen, die sich hinter feigen Fake-Accounts verstecken. Und da gibt es dann natürlich auch Ermittlungsmöglichkeiten, gegebenenfalls an die IP-Adresse ranzukommen. Also lasst die Sachen so nicht einfach stehen, wendet euch an Facebook und ihr könnt gegebenenfalls, viele Bundesländer bieten nämlich an, auch kostenlos online Strafanzeige zu stellen. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht, um die liebe Lena Meyer-Landrut. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.